präsentiert, wird dieser Lauf von Kost Steuerberater. Und wir müssen natürlich noch eins dazu sagen, das ist ganz wichtig. Nicht, dass die Trainer denken, die ihre Jugendlichen dabei haben, wir erwähnen das nicht. Doch, es ist auch der Nominierungswettkampf für die, ein Nominierungswettkampf für die 3000 Meter U20-Europameisterschaft. Und da ist die Norm 8:22,00 für die U20-Europameisterschaft in diesem Jahr in Borås in Schweden. Und hier kann man also auf die Norm laufen, sodass wir natürlich auch mal schauen, wo sind die Jugendlichen, vielleicht in dieser Richtung unterwegs sind. Ja, die Top 6 unter 7:52, das wird heute kein Thema sein. In Richtung Meeting-Rekord ist das kaum machbar. Aber wir hoffen auf ein spannendes Rennen mit eurer Unterstützung. 7,5 Runden, eben noch dabei Alina Reh, jetzt die Jungs hier. Und wir schauen mal, wie sich das Ganze aufdröselt. Ja, ein ganz interessanter Mann, die Geschichte darf ich auf jeden Fall erzählen, auf der Position 3 jetzt. Das ist Ilias Jonis Osman vom TV Waldstraße Wiesbaden, der als 15-jähriger unbegleiteter Flüchtling aus Somalia nach Deutschland kam, noch nie mit dem Laufen was zu tun hatte, dort angefangen hat mit dem Laufen und der dann im letzten Jahr eine 8:00:49 gelaufen ist. Und 13:47 über 5000 Meter, hat allerdings noch keinen deutschen Pass, ist also noch nicht startberechtigt für Deutschland. Der Mann auf der Position 2 in seinem ersten Männerjahr, Ilias Jonis Osman. Mal schauen, was er heute hier machen kann. Auf geht's! Ja, und hinter ihm mit der 171, das ist Maximilian Torwirth aus Düsseldorf. Auch noch ein junger Athlet und da haben wir schon die ersten drei vorne, der Tempomacher. Er versucht das Tempo hier hochzuhalten. Wir gehen gleich auf die 1000 Meter zu. Und das Tempo sieht so aus, als ob man vielleicht in Richtung 8 Minuten oder knapp runterlaufen könnte. Jawohl, 2:39,5. Wenn man das durchläuft, hat man eine 66,3. Also da bin ich gespannt, ob wir die 8-Minuten-Marke unterbieten können, die ominöse sozusagen, die Schallgrenze für die 3000 Meter. Komm, mit eurer Unterstützung jetzt, wir sind auf dem zweiten Kilometer. Das ist immer der schwierigste Kilometer. So, dahinter dann Jens Mergenthaler noch mit dabei. Also Jens Mergenthaler auf der 4, auf der 3 Maximilian Torwirth, auf der 2 Jonis Ilias Osman und davor der Tempomacher. So, noch 600 Meter bis zur 2-Kilometer-Marke. Wie gesagt, dieser zweite Kilometer. Das ist immer so ein schwieriger Kilometer. 68,2. Den letzten wird gekämpft, das ist auch klar. Aber der zweite, da muss man richtig aktiv sein. Da muss man etwas tun, dass man die Zeit nicht verhaut. Und deswegen brauchen die jetzt auch die Anfeuerung hier. Auf geht es, komm. Tempomacher ist vorne, dahinter Ilias Jonis Osman. Dann Torwirth, dann Mergenthaler. Dann der Tscheche Jan Fries und dahinter, da laufen natürlich auch einige Jugendliche, denen es um die 8:22 geht, die Norm für die U20-Europameisterschaften, hier als Nominierungswettkampf in Friedrichshausen. So, am besten anfeuern da, wo ihr steht, ein bisschen Druck machen, auch für die Läufer. Jetzt ist der junge Somalier, der für Essen startet, für TV Waldstraße Wiesbaden. Jetzt ist er vorne. Dahinter Torwirth, dann Mergenthaler, dann Jan Fries, der Tscheche.
von 60 ein. Super. Ich bin gespannt auf die 2-Kilometer-Zeit. Wir hatten eine 2:39.5. Was geht jetzt? Jetzt sind wir langsamer geworden. Oh, das war richtig langsam, der Kilometer. Ich habe das befürchtet. 5:25. Uiuiui. 2:45 der Kilometer. Also, da wird es eng mit einer Zeit unter 8 Minuten. Vielleicht können die da vorne ein bisschen zusammenarbeiten. Torwirt Mergenthaler Osman. Elias Jonis Osman, TV Waldstraße Wiesbaden. Maximilian Torwirt, das sind die ersten beiden. Jens Mergenthaler, Janis Fußmann, der Tscheche. Zeitprognose zurzeit über 8 Minuten. Super, Alter! Schauen wir mal, kann man da nochmal richtig was rausreißen? Das ist die Frage. So, jetzt scheint es zu einer Führungsveränderung zu kommen. Maximilian Tunnel, Düsseldorf Süd, Janis Osman und dahinter alle anderen. Es geht auf die letzten 600 Meter. Torwirt vor Osman. Und wie gesagt, dahinter in der ganz großen Gruppe, da kämpfen auch noch eigentlich einige Jugendliche um die U20-EM-Norm für Burasch. Da setzt er sich jetzt ab, das ist die Frage, Maximilian Torwirt. Letzte Runde. Wir sind bei 7:01. Also, eine niedrige Achterzeit. Oder man haut jetzt eine richtig tolle 400-Meter-Zeit nochmal raus. Auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Und da ist doch nicht entschieden. Jetzt die letzten 300 Meter, die Zuschauer. Komm. Maximilian Torwirt, 10 Meter Vorsprung. Dann Osman. Dann kommt der Dritte, Robbie Fitzgibbon, Jan Fries kommt. Ah, jetzt wird es mal richtig eng da vorne. Tunnel hat noch 10 Meter. Dann der Tscheche. Wir sind bei 7:55, es wird knapp über 8 Minuten. Und Tunnel gewinnt das Rennen hier. Gratulation, 8:02:28. Mit neuer Bestzeit, Maximilian Torwirt. Herzlichen Glückwunsch! Eintrudeln, holen wir jetzt die Siegerehrung nach über 1000 Meter Männer.